I am calling to the ring the challenger from Évreux, Jonathan Profiché. Challenger for the title, Jonathan Profiché. At this time, I am calling to the ring the reigning WBO light heavyweight champion of Europe, Denis Zimčič. Wir haben einen Regenbogen gesehen. Wir haben bunt glitzernde wilde Tiere gesehen. Und zwei Eichhörnchen, die auf einer Lichtung gekuschelt haben. The Champion, Denis Zimčič. Ladies and gentlemen, in honor of the two boxers, please stand up for the playing of the national anthems of France and Slovenia.
Ladies and gentlemen, a very good evening and a warm welcome to those here in attendance at the RWE Rhein-Ruhr Sporthalle in Mülheim an der Ruhr, and Dobrovečer to all of you boxing fans joining us live on TV Slovenia. SES Boxing Sport Events Steinfurt, Technical Director Jörg-Peter Schubert and GetGoods.de presents the first championship bout of the evening. 12 scheduled rounds of boxing for the WBO European Light Heavyweight Crown. This bout is sanctioned by the Bund Deutscher Berufsboxer and the World Boxing Organization. Your WBO supervisor tonight is István Kovács from Budapest in Hungary. The three judges scoring this title contest here at ringside are André van Grotenbrühl of Belgium, Manfred Küchler from Germany, and Zoltán Enyedi from Hungary. Your third man in the ring in charge of the action is referee Frank Michael Maas from Germany. Introducing the principals for you first, boxing out of the red corner, dressed in black shorts. He weighed in at 78.4 kilograms and brings into the ring tonight a professional record of 13 victories and 8 losses from 21 contests, with 8 big wins coming by way of a knockout. He is the current and reigning WBC Mediterranean Light Heavyweight Champion, and tonight challenges for the WBO European title. Please welcome from the beautiful city of Normandy, Evreux, bonsoir et bienvenue, Jonathan Profiché. His opponent across the ring to my right, boxing out of the blue corner, he is also wearing black trunks and scaled 79.1 kilogram. He comes to the ring with an almost perfect record of 28 wins from 29 professional contests, with just a single defeat and 14 exciting KO wins to his credit. He is the former international German and WBF international champion, now rated number 11 in the world by the IBF, as well as number 3 by the WBO. Tonight, making his first defense of his title. Ladies and gentlemen, here is the current and reigning defending WBO European Light Heavyweight Champion from Munich in Germany by way of Slovenia, Denis Zimčić. Referee Frank Michael Maas will now call both boxers to the middle of the ring to give his final instructions. Die WBO-Europameisterschaft im Halbschwergewicht zwischen Herausforderer Jonathan Profiché aus Frankreich und Titelverteidiger Denis Zimčić vom SES-Boxstall. Ja, Zimčić groß im Bild, der WBO-Champion. 29 Kämpfe, 28 Siege, 14 Mal gewann er vorzeitig. Einmal hat er verloren. Das allerdings auch vorzeitig. Und Jonathan Profiché, 21 Kämpfe, 13 Siege, das liest sich nicht ganz so gut. 8-mal gewann er durch K.O., 8-mal verlor er. Aber er hat schon einige spektakuläre Fights geliefert. Also Zimčić sollte da auf der Hut sein. Profiché sprang ja diese Woche kurzfristig für seinen Landsmann Hakim Jioui ein, der sich verletzt hat. Aber in der französischen Rangliste 2 Plätze hinter Profiché liegt. Also man hat nicht irgendeinen geholt, sondern wirklich einen adäquaten Ersatzmann für den Europameister. Beide in schwarzen Hosen. Zimčić etwas blonder
An den Schuhen kann man sie gut unterscheiden, Simčić. Mit rot-weiß gestreiften Boxschuhen. Ja, und Profiché macht das, was ein Herausforderer tun sollte. Er greift jetzt erstmal an. Versucht den Kampf hier über seine Führungshand aufzubauen. Stabile Deckung bislang bei den Franzosen. Aber Simčić schaut er erstmal. Oh, hat es hier eine rechte Hand, die Schläfe bekommen. Nochmal, nochmal, da wackelt er. Oi, 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 oi. Und er geht runter. Was für ein Auftakt. Oje, oje, oje. Simčić hat da nicht aufgepasst. Bekommt die rechte zweimal an die Schläfe. Ringrichter. Frank-Michael Maas gibt den Kampf nochmal frei. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das weggesteckt hat. Er muss jetzt die linke hochnehmen. Fängt schon wieder eine. Noch eine Minute und die kann lang werden. Und da schwankt er vor Profiché hin und her. Weiß momentan nicht, was er mit dem Gegner anfängt. Wieder eine kräftige Rechte, nochmal eine Rechte. Jetzt drückt er Profiché zwischen die Seile. War natürlich auch nicht sauber, aber er versucht jetzt hier diese Runde zu überleben. Und fängt und fängt und fängt. Und Profiché weiß natürlich, das ist seine Chance, hier Europameister zu werden, für die ganz große Sensation zu sorgen. Denn Simčić ist ja auch noch die Nummer 3 der WBO-Rangliste. Und er steckt ein, unwahrscheinlich, er hält sich hier noch auf den Beinen. Noch 24 Sekunden, Profiché weiß natürlich, jetzt muss er alles riskieren. Vielleicht kommt er doch nochmal und dann bricht er ab. Frank-Michael Maas bricht diesen Kampf ab. Und natürlich lange Gesichter hier bei den SS-Verantwortlichen. Mit dem hat natürlich keiner gerechnet. Aber Simčić ist da auch etwas optimistisch in den Kampf reingegangen, hat seine Linke hängen lassen und da schlug es ein und da wurde er durchgeschüttelt von Jonathan Profiché. Ja, und so kann es gehen. Der neue Europameister kommt aus Frankreich und Simčić hat eine ganz, ganz große Chance vertan, das muss man leider sagen. Er war in der WBO-Rangliste auf Platz 3 so still und heimlich nach vorne gerutscht, lag sogar vor Jürgen Bremer, Robin Krasnitschi, Eduard Gutnecht und Superstar Bernard Hopkins. Er hätte also die Chance gehabt, Nathan Cleverly den Weltmeister zu fordern. Hatte auch schon das Angebot und dann diese ernüchternde Niederlage, diese sensationelle Niederlage, muss man schon sagen. Da tut mir ein bisschen leid, ist er kalt erwischt worden und kam aus der Nummer nicht mehr heraus. Und Jonathan Profiché, der 27-Jährige, hat natürlich hier seine ganze Cleverness, seine ganze Routine in die Waagschale geworfen und hat dafür gesorgt, dass ja, der Boxabend hier nicht gerade rosig für den Magdeburger Boxstall hier begonnen hat. Dirk Czemski schaut seinem Schützen nochmal in die Augen und er kann zufrieden sein. Laurent Roussel, der Coach von Profiché, Ex-Profi, 9 Jahre lang stand er in den Ringen in Frankreich, war recht erfolgreich mit einigen regionalen Titeln, aber das ist natürlich auch für ihn eine große Sache, ja, und das ist die traurige Ecke von Denis Simčić. Konnte gar nicht zeigen, was er drauf hat, er wurde kalt erwischt an der Schläfe, hat sich dann nicht mehr erholt und ich denke, es war von Frank-Michael Maas richtig, auch diesen Kampf hier abzubrechen. Er hat nur noch Schläge kassiert, er konnte nichts mehr aufteilen, hat er versucht noch den Franzosen da im Ringseil zu beschäftigen, aber der kam natürlich zurück und hat dann für das Ende gesorgt und für die Gesundheit von Denis Simčić war das sicherlich besser und ob er sich von diesen Schlaghagel nun in der einminütigen Ringpause erholt hätte. Das wage ich auch zu bezweifeln. Da war er zu benommen. Er wusste teilweise nicht mehr, wo sein Gegner steht. Er sah die Schläge nicht mehr kommen. Ja, und dann ist so ein Titel eben weg. Hier nochmal die Zeitlupe. Zack, zack, zack. Hintereinander eine ganze Salbe. Richtung Kopf, Richtung Schläfe davon
Profiché und Denis Simčić muss da runter. Da kam er nochmal hoch, hat tapfer dagegen gehalten, wahrscheinlich so halb im Unterbewusstsein. Und dann war es passiert in Runde 1. TKO, was für eine Enttäuschung für einen Mann, der auf dem Weg war, die Weltspitze aufmischen zu wollen. Aber muss man nicht auch ein bisschen cleverer an die ganze Sache rangehen? Das ist natürlich auch klar. Das Urteil. Referee Frank Michael Maas stops this bout after 2 minutes 47 seconds of the very first round with Denis Simčić in no position to continue. Therefore, the winner by TKO in the first round and new WBO light heavyweight champion of Europe, Jonathan Profiché. Ja, so kann es gehen. Da kommt er nach Deutschland als Ersatzmann eingesprungen vor 4 Tagen. Rechnet sich wahrscheinlich nicht allzu viel aus und gewinnt er diesen Kampf hier in der ersten Runde vorzeitig. Und ist der neue WBO-Europameister Jonathan Profiché. Credit where credit is due, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank natürlich auch an Denis Simčić. Und insbesondere möchte ich noch das Team von unserem Gast vorstellen, sein Cutman Jean-Pierre Pozza und sein Trainer, er war selbst ehemaliger Profi, Laurent Roussel. Der neue Europameister der WBO im Halbschwergewicht, Jonathan Profiché. So, meine Damen und Herren, bis zum nächsten Titelkampf haben wir noch ein bisschen Zeit, sodass wir jetzt noch einen 6-Runden-Kampf im Halbschwergewicht ebenfalls in dieser Gewichtsklasse Ihnen anbieten können. Und ich rufe zu uns in die rote Ecke aus Bremen, Dominik Ameri. Born in June some 20 years ago.